Hallo und herzlich willkommen bei UbiTested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute 5 Dinge zum neuen DS4, die ihr sicherlich noch nicht wusstet. Wenn euch das Ganze gefällt, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, den Ganzen ein Like zu geben und mir eure Meinung unten in der Kommentarbox zu hinterlassen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt in 5 Dinge zum DS4, die ihr noch nicht wusstet. Viel Spaß! Der DS4 ist vermutlich das erste französische Auto, das in Deutschland produziert wird. Nämlich im Opel-Stammwerk in Rüsselsheim läuft der DS4 vom Band zusammen mit seinem Technikbruder, dem Opel Astra. Hättet ihr es gewusst? Auch in der Nacht hat der DS4 den vollen Durchblick. Nicht nur aufgrund optionaler Matrix-LED-Scheinwerfer, nein, auch eine Nachtsichtkamera gibt es beim DS4 exklusiv und als einziger in der Kompaktklasse. Damit werden nicht nur Tiere optisch hervorgehoben und davor gewarnt, sondern auch Menschen. Das erhöht natürlich die Sicherheit. Der DS4 ist einer der komfortabelsten Vertreter in seiner Klasse. Woran liegt's? Ganz einfach, er hat ein adaptives Fahrwerk und das als Besonderheit in dieser Klasse wird kameragestützt. Und zwar hinter dem Innenspiegel sitzt eine Kamera, die scannt die Fahrbahnbeschaffenheit und passt daraufhin dann die Federdämpferelemente schnell an und zuverlässig vor allem und auch sehr gut. Es gibt nur eine Möglichkeit, durch den Drive-Mode-Schalter hier in der Mittelkonsole könnt ihr dem System sagen, dass ihr jetzt statt komfortabel eher sportlich unterwegs sein wollt und dann merkt man das auf alle Fälle sofort. Das Fahrzeug liegt deutlich straffer auf der Straße und gibt mehr Feedback von der Straße an euch weiter. Der DS4 ist das erste Kompaktfahrzeug, das ab Werk mit 20 Zoll Rädern ausgestattet werden kann. Hättet ihr es gewusst, würdet ihr es ordern? Schreibt es mir unten in die Kommentarbox. Eine besondere Bedienung gibt es im DS4 zusätzlich. Dieses kleine 5 Zoll Touch-Display ist nicht nur dafür da, um euch Liebesbotschaften oder etwa Schriftzeichen zu zeigen. Nein, es dient auch zur Bedienung des Media-Displays. Einmal drauf gedrückt, könnt ihr dann nämlich auch die entsprechende Bedienung hier vom Infotainment-System vornehmen. Vielen Dank fürs Reinklicken hier bei diesem neuen Videoformat. Fragezeichen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, schreibt es mir unten in die Kommentarbox, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.